Wenn es ein Wunderland für Olivenöl gibt, dann ist dies zweifellos Apulien. Vom Meer umschlossen, ganzjährig von der Sonne geküsst, mit genau der richtigen Menge Regen. Die Olivenplantage La Fenice der Familie Galantino erstreckt sich über 50 Hektar Land rund um Bisceglie. Die Plantage zählt mehr als 10.000 Olivenbäume, von denen viele Jahrhunderte alt sind und einige gar tausendjährig sind. Ein Beweis für die Stellung dieses Landstrichs als ideales Habitat der besten Oliven der Welt. Die Tätigkeit der Familie Galantino in der Olivenölbranche beginnt im Jahr 1926, als der Firmengründer Vito Galantino eine aus dem 19. Jahrhundert stammende Mühle übernimmt, um sie in eine Ölmühle umzuwandeln. Im Jahr 1960 produziert die Familie Galantino durch den Ankauf weitläufiger Olivenhaine erstmals eigenes Olivenöl. Denn nur auf diese Weise lässt sich die Qualität des gesamten Herstellungsprozesses kontrollieren. Im Jahr 1985 entsteht auf Betreiben des Sohns des Firmengründers Dr. Michele die Marke Galantino. Sie wird rasch zum Synonym für vorzügliches natives Olivenöl extra, das in 5 Kontinente exportiert wird und zahlreiche nationale sowie internationale Auszeichnungen erringt. Die Produktionskette ist damit vollständig, von der Olive bis zur Flasche. Wegen ihrer Kompetenz und Branchenerfahrung wurde die Ölmühle Galantino von namhaften Instituten und Universitäten ausgewählt, um das Wissen über hochwertiges natives Olivenöl extra zu vermitteln und zu vertiefen. Das Unternehmen Galantino ist eine Ausbildungsstätte der von Slow Food in Polenzo eingerichteten Universität für Gastronomiewissenschaft. Zusätzlich erfolgt eine aktive Zusammenarbeit mit Hotelfachschulen, weiterführenden Ausbildungseinrichtungen und dem italienischen Kochverband. Die Türen von Landgut und Herstellungswerk sind stets geöffnet. Jeder Besuch von Touristen oder Olivenölfreunden ist gern gesehen und bietet Gelegenheit zur Vorführung der einzelnen Betriebsphasen. Während weniger Wochen im Jahr kann der Landwirt die Früchte seiner Arbeit mit Händen greifen. Auch heute noch versammeln sich die Bauern nach alter Sitte im Morgengrauen am Lagerfeuer. Wann die Ernte beginnt, entscheiden die Pflanzen selbst, je nach Reifegrad der Oliven, der für jeden Plantagenabschnitt unterschiedlich ausfallen kann. Die Oliven des Landguts Galantino werden von Hand direkt vom Baum gepflückt. In letzter Zeit kommen allerdings auch moderne Rüttelmaschinen zum Einsatz, die die Unversehrtheit von Frucht und Baum gewährleisten. Die geernteten Oliven werden sofort zur Ölmühle gebracht, wo sie innerhalb weniger Stunden gemahlen werden. Die Ölmühle Galantino hat bei allem technologischen Fortschritt den Wertgehalt der Tradition nie aus den Augen verloren. So wurden die einst mit flachen Behältern aus Pflanzenfasern, den sogenannten Fiscoli, bestückten Pressen vor über 20 Jahren durch moderne Edelstahlzentrifugen ersetzt. Dies vermeidet nicht nur Gärprozesse und Oxidation, sondern gewährleistet auch einen schnelleren Ablauf unter absolut hygienischen Bedingungen. Als Mühlsteine des Betriebs dienen jedoch weiterhin die traditionellen Granitmühlsteine, denn nur diese sind in der Lage, die Oliven so sanft zu mahlen, dass ein harmonisches, ausgewogenes Öl entsteht. Das berühmteste Olivenöl aus dem Hause Galantino ist zweifellos das Affiorato. Es entsteht durch manuelle Abschöpfung jener ganz geringen Ölmenge, die die Olivenpaste spontan absondert. Großen Anklang fanden in den letzten Jahren die mit Zitrusfrüchten und Kräutern verfeinerten Öle. Sie werden rundum natürlich hergestellt, indem den Oliven während des Mahlvorgangs Zitronen, Basilikum, Peperoni etc. zugesetzt werden, also ganz ohne Verwendung von Aromen oder Essenzen. Vervollständigt wird das Angebot der erlesenen, ausnahmslos kaltgepressten Galantino-Olivenöle durch das Biologico, das Top Terra di Bari und das Grand Cru, ein in begrenzter Menge produziertes Spitzenöl. Die Ölmühle Galantino verfügt über eine moderne automatische Abfüllanlage, doch die schönsten Verpackungen werden auch heute noch durch erfahrene Mitarbeiter von Hand erstellt. Galantino Olivenölflaschen sind seit den 1990er Jahren in aller Welt begehrt und anerkannt. Dies belegt auch der Gewinn internationaler Auszeichnungen wie der Olive d'Or aus Montreal, der Olivasi aus Shanghai, des Leone d'Oro aus Verona und des prestigeträchtigen Ercole Olivario aus Spoleto. Diese vorzügliche Qualität ist zudem institutionell anerkannt, und zwar durch die Qualitätszertifizierung ISO 9001, die Umweltzertifizierung ISO 14001, die geschützte Herkunftsbezeichnung DOP Terra di Bari sowie die Zertifizierung als biologischer Landwirtschaftsbetrieb.
Wer Galantino wählt, kann auf eine wahre Olivenölkarte bauen. Bei mehr als 20 Produktsorten ist stets die optimale Bereicherung für jedes Gericht zu finden. Bei Fischgerichten ist im Allgemeinen ein milderes Olivenöl zu bevorzugen, während zu Eintöpfen und Hülsenfrüchten ein Olivenöl mit intensivem Geschmack passt. Meeresfrüchtesalat dagegen erlangt durch duftendes Zitrusfrucht-Olivenöl eine besonders feine Note. Während Tomaten-Mozzarella-Salat durch würziges Kräuter-Olivenöl den letzten Schliff erhält. Galantino Olivenöl ist nicht nur das bevorzugte Produkt der weltbesten Restaurants in Moskau wie in New York, in Dubai wie in Tokio, sondern wird auch in den angesehensten Gastronomieführern erwähnt. Galantino. Von der Hingabe des Fachmanns zum Erfolg auf jedem Tisch.